Arschloch. Ich dachte schon, wir hätten jetzt Swipe Nummer 5 gebraucht. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Quake zählen. Verbündeter freigeschaltet. Super Quake. Geil. Und wir haben eine neue Fähigkeit. Das ist sehr gut. Da können wir nämlich jetzt schon ein paar Sachen mehr einsammeln. Psst, Neuer. Ja? Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Okay. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Bin jetzt in Yaoi in South Park. Schön, dass auch Kids in deinem Alter Kunst wirklich wertschätzen können. Okay, mit ihm kann man kein Selfie machen. Es gibt keinen besseren Partner, zwei bis drei und ihm ist der Franchise-Plan egal, im Gegensatz zu jemand anderem. Alter, nervt nicht bei meinem Bus rum, oder? Wo können wir das mal auch lesen? Hier, ne? Zwei bis zehn, du hast mich durch ein Meerschweinchen ersetzt, das ich dir gekauft habe. Du bist sowas von kindisch, Alter, nerv nicht bei meinem Post rum. Genau, Tweak war der andere. Genau. So, jetzt können wir eigentlich. Ups, falsche Taste. Jetzt müssen wir. Was jetzt? Achso, eine Nebenmission. Was ist das? Ups, warte, wo ist die Legende hier? Das ist so ein Friseursymbol. Ach, Kostümhändler. Ah, okay. Wir müssen jetzt praktisch. Das gut, wir müssen jetzt zu Butters. Und Zoom. Okay, wir müssen wieder zu Butters. Ah ja. Genau, das ist die einzige Mission, die wir jetzt aktuell haben. Ich kann dir ein Selfie machen. Hallo. Aber wir können jetzt. Hallo, ich bin Pauli, dein Spielkumpel. Ja, hi. Siehst du den roten Riss? Für den brauchst du eine richtig fette Explosion. Ja. Ah. Normal. Reicht das nicht? Achso, wir müssen es noch mit Gas entzünden. Sehr gut. Ach, was? Arachnix Anzug Rezept. Arachnix Kopfbedeckung Rezept. Ah. Und hier reicht das nicht, wenn man einfach so. Was, du benötigst eine neue Fähigkeit, um dieses Rätsel zu lösen. Okay, hier fehlt uns wieder was. Postbote Butters Post. War das Butters Haus? Ja. Da konnten wir doch. Nee, das ist doch nicht Butters Haus. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Interessanter Aufzug, bist du so ein Ich darf alles Kind? Ja, bin ich. Wer wohnt denn hier? Also ich weiß nicht, wie er heißt. Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Ja, die nächste Anspielung auf eine Folge. Oder auf mehrere sogar. Übrig gebliebene Chicken Nuggets. Geil. Guck mal, Bradley zu Hause ist.
Ach, sie sind alle hier. Ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Ja, nur den Selfie. Ja, die werden das bestimmt, die werden mit uns bestimmt keine Selfies machen. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine Beiträge machen dich glücklich, du Spießer. Hau ab! Ja. Vergiss es, du Spießer. Okay, mit denen können wir auf jeden Fall erst später Selfies machen. Wir gucken uns aber erstmal schnell um. Blauhaus-CD. Geil. Gut, aber wir können den Thron schon mal besteigen. Was? Ah, guck mal an. Ah. Haben wir schon das erste? Kunstsammler. 1 von 5. Wir brauchen, glaube ich, 10. Der hat doch gesagt 10 und nicht. Das ist gut. Oh, schönes Popsis Acne Creme metrosexuellen Haare. Ja. So. Wie heißt das Ding? Die Toilette der Biggles. Ich wüsste gerade 3. Okay. Alles. Ja, nochmal. Druck aufbauen. Und abschütteln. Alles. Das Furchenmolch. Heldenrang 2. Sehr geil. Sind wir hier eigentlich fertig? Heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Ja. Du fürchterliches Kind. Na, was soll? Wieso? Oh nee. Oh nee, sagt er. Verdammt nochmal. Das ist so cool. Oh, wir haben schon fast 2,50 Dollar. Nur mit dir? Ne. Nein. Ach, das. Das ist nicht dein Zuhause. Nee? Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Set. Ach so. Genau, hier waren wir ja schon drin. Was? Stopp, stopp. Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Oh die mein Gott. Absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Oh, Professor Chaos! Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Oh nein, Professor Chaos. Was hat er nur im Schilde? Was führt er nur im Schilde, besser gesagt? Hallo? Den hier hab ich von Ascher, ihr Schlampen! Ach, ein Selfie mit mir? Ich sollte mich übers Knie legen. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Ja, genau so ist es auch, Fräulein. Da, wieder da. Was ist denn gehustet? Wo sind wir denn jetzt? Das ist doch unser Haus, oder? Ist das unser Haus hier? Genau, das ist mein Haus. Bei Butters wollte ich rein. Hä, Butters ist nicht zu Hause? Ist ich mit Kyle bei seinem Haus? Aber das ist doch nicht Kyle, oder? Ich dachte, das wäre Butters. Okay, wir gehen mal kurz bei Butter rein. Da hatte ich nämlich was gesehen. Oder war das auch hier schon? Genau, da oben. Ach, verdammt. Na gut, ey, wir gehen mal zur Hauptmission einfach. Komm.
der Nähe. Er hatte doch was von Wertgegenständen erzählt. Genau. Wir könnten das Bild nicht runterforzen. War das das Zimmer? Jawohl. Ah. Also. Ah, hier fehlt uns wieder eine Fähigkeit. Scheiße. Ah, verdammt, verdammt. Na gut, ich dachte, wir hätten das vielleicht schon. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die auf die Animes. Ich glaube, ich muss brechen. Nein, da riecht doch gut. Was? Versandsteak? Lecker. Oh, Wendy! So etwas, das ist voll gemein. Eine Spur von Scrambles im Park, aber schau mal eine Idee, mal sehen, ob ich recht habe. Was ist denn los, Wendy? Hey, du, weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Was ist los, Wendy? Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute nach den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Ja, ja, du bist nämlich Lord. Haha, Randy, der Randy ist so geil. Oh, der hat immer so wichtige Rollen, auch in der Serie. Sarkastoball Coach Headset, Alter. Sarkastoball. So geil. Oh, ich feiere das. Ich liebe South Park. Das ist echt krass. Das hier schon? Und genau, hinten kommen wir nicht weiter, oder? Ah, die Luft sind Sodo Sopa. Hier habe ich eine Crackpfeife verloren. Von dem Zeug drehst du richtig durch. Ja, Tony, das ist aber jetzt ein absolut wichtiger Hinweis. Oh, hi! Ah, wir kommen nicht weiter, weil die in Lava liegt. Okay. Komm jetzt, Mieze. Er sucht eine Mieze? Jetzt noch? Ich bring dich um, du Mistratte. Ey, nicht so forsch. Ja, ist denn Kenny zu Hause? Dann ist alles noch zu, ja. Das ist nicht mal Müll im Müll. Hier, Mietzi. Mehr vielleicht irgendwie zu Kenny? In der Nähe passiert noch was, aber hier soll man wahrscheinlich noch nicht sein. Okay, gut, dann gehen wir wieder zu Hause. Ich muss nur so leicht ablenken, aber hier gibt es auch so viele geile Sachen zu entdecken. Na gut, Humankite. Und eine Sporttasche. Eine Leiter. Leberwand, Stoffballen, Kyles nekrophiles Foto. Ah, okay. Ah, der Randy, ich feier den so hart. Das ist so geil. Was kommt denn? Humankite? Ah. Ah, Humankite ist doch nicht Butters. Butters ist doch Mr. Chaos. Ich bin doch bescheuert, ey. Was ist denn los? Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuh. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich. Humankite aus einem Paralleluniversum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Was? Okay, wir gucken uns erst um und dann gehen wir mal gucken, wer der andere Humankite ist. Wiederbelebungsserum, Verbrauchsgegenstand.
Aha, aha. Oh, wir können auch in den Garten. Ah, Humankinds Basis. Sehr schick, sehr schick. Hat ein Kontrollzentrum, alles. Würde ich die Rutsche benutzen? Oh, schade. Boah, ich krieg gerade sogar Bock wieder den ersten Teil zu zocken, weil es ist einfach wirklich... Die haben sich konsequent dran gehalten und das muss man echt feiern, das Spiel wieder nach demselben Schema zu machen. Das ist normalerweise bei Ubisoft was sehr schlechtes, aber hier hat es einfach funktioniert. Das erste Teil war schon genial und kann man das ruhig nochmal so machen? Oh, Humankind, was ist los? Ah, das ist also dein Zimmer. Okay, wir gucken uns erstmal bei deinen Eltern um. Kommen wir nicht hoch? Drogenflaschen. Oh, geil. Ist das wieder so ein Bild, das wir einsammeln können? Da oben liegt aber was. Was ist das? Stolz von Nippopolis. What the fuck? Geil. Oh Gott, Flyer von Delfino Plastik und du. Oh, die Folge war auch so der Mega-Hammer. So, hier haben wir wieder einen Thron zu besteigen. Okay. Die Toilette der Proflowskis. So, los geht's. Voilà. Gute Moves. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und rausschütteln. Ah. Kloherrscher. 1 von 2. 1 von 12. Okay, dann gehen wir mal schauen, wer denn der andere Humankind ist. Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! An der Ostküste? Oh, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Oh mein Gott, wie geil! Wie geil! Der Humankind 2. Hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, wie geil! Oh Gott, ich feier das so. Ich bin nicht aus dem anderen Universum. Wir sind super allerbeste Kumpels. Oh, siehst, oh Mann. Den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht. Ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also, trink mal schnell Schluck. Ich hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, du, was er will, er ist unser Gast. Ey, denn du... Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Ich denke, dass du, oh, so geil. Der Superheld echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. So geil, Alter. Besiege den alternativen Humankind. Oh Mann. Jetzt, der ist so geil. Peter Kyle, zusammen können wir stoppen. Lieben gerne, aber die Regel für Paralleluniversen verbieten ist. So, als erstes mit Feuer. Und. Yeah! Das scheint sehr gefährlich. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ja, nicht albern. Ich hab natürlich nicht aufgepasst. Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Nicht gibt's. Ja! Yeah. Ich krieg gleich Daulflecken. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Nicht gibt's. Ah, typischer Paralleluniversumsbullshit. Der hat sich gerade geheilt, der Drecksack. Nicht. Nicht gibt's. Fahr auf die Fresse gibt's. Gut,
los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu. Die ist in meinem alternativen Universum konform. Was? Was macht er jetzt? Oh, hat er sich jetzt auch noch geschützt? Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seinem Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste abgebraucht ist. Krass. Deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an! Nö, nicht gibt's. Okay, okay. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du Schummelst? Wie? Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Wieso war der jetzt dran? Wieso darf der Jude schummeln? Meine Schulter tut noch weh. Ich habe mich beim Luftballonfang verletzt. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum. Du hast gewonnen! Oh geil! Falkauge, Maskenkostüm, NSF, Sonnenwisch, Medizin, XI, Währung. Oh Gott! Der ist so geil, Alter. Der ist einfach so geil. Oh krass, ich feier das so heftig. Oh Mann! Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Kann ich dir nur danken. Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Verbündeter freigeschaltet. Humankind. MC Dreidel. Was haben wir denn hier Schönes? Kyle ist ja auch in extrem vielen Folgen dabei. Was denn jeder? Space Time und Quantentheorie, die Jefferson Bibel. Da oben haben wir den Ewok. Uiuiuiui. Na gut. Charakterbogen von Humankind. Oh, geil. Du musst erst mal den Monitor sehen. Haben wir irgendwas anfort so runter? Achso, wir können mit ihm noch. Okay, ja, zwei Helden, die abhängen. Ja, würde ich sagen. So. Neuer Follower, Kyle. Top. Gut, sehr schön. Ach, hier kommen wir noch. Oh, Tauli, hi. Hi, ich bin Tauli. Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Ui, da, das hat einen Goldgriff. Ja, den mache ich doch schon. Ah, guck mal, das können wir das mitnehmen? Ja, Twig and Craig, dampfende Überraschung. Wie heißt er denn? Ike! Was ist los, ey? Guck mal. Selfie machen? Ja, na klar. Mit unserem Ike. Der ist auch super genial jedes Mal. Neuer Follower, Ike! Ja! Wir haben ein Bild gemacht. Ich will auch mal. Du darfst nicht. So, haben wir denn hier sonst noch was? Hätte ein Nachtlicht? Kriegen wir das irgendwie? Nein. Dass auch so viele Sachen hier einfach eine Animation haben, ne? Das ist einfach echt genial. Ah, das ist doch Prinzessin von Kanada. Prinzessin von Kanada, ich weiß nicht. Auf jeden Fall auch super geil. Hier schon. Feuchttücher. Crime is out of control in our town.
Raccoon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.